Hallo zusammen, ich begrüße euch zur Beta von Albion Online. Und zwar, was ist Albion Online? Albion Online ist ein Spiel in der Mache von Sandbox Interactive und ja, das ist so eine Art abgespeckte Comic-Grafik-Ressourcen-Sammel-Bau-Gedöns- und PvP-Spiel mit Gilden etc., allem was dazugehört. Und ich habe mich da sehr früh für interessiert. Und jetzt habe ich mich entschlossen, Ende des Jahres hat die Beta gestartet, dass ich jetzt mal rein schnupper. Jetzt habe ich endlich mal wieder ein paar Minuten Zeit. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Das ist der Startcharakter. Ich habe mir jetzt schon ein Schwertchen gemacht. Ich habe mich jetzt hier so ein bisschen reingefunden. Und ja, ich zeige euch mal die ersten Schritte. Wir lernen zusammen, hoffe ich doch. Und mit der rechten Maustaste bewegt ihr euch. Klassisch eigentlich, das ist so die Startzone. Und hier seht ihr schon, wenn ihr drüber geht über den Busch, dann mit der linken Maustaste, seht ihr das Rohholz und auch wie viel von dem Rohholz drin ist. Na, das ist wirklich hier alles zum Lernen, das seht ihr auf der Map. Und er findet den Weg auch nicht, das ist auch ganz gut. Das mit dem Namen finde ich sehr nice eigentlich. Hübsch gemacht, ich könnte das jetzt alles abholzen. Dasselbe geht hier mit dem Stein. So. Und die Karnickel, die sieht man auch mit der linken an und haut sie auch mit der linken um. So, und dann kann man die häuten, wenn man ein Häutemesser hat. Das habe ich jetzt gebaut. Deswegen kann ich sie überhaupt häuten, sonst wird das nicht gehen. So, hier am Amboss versuche ich mal diese Quest hier unten, die eingeblendet ist, zu erledigen. Lederrüstung des Anfängers. So, und dann haben wir hier Waffenrüstung, Werkzeuge. Und wir gehen mal auf die mittelschwere Lederrüstung des Anfängers. Wow. Was ist das? Wunden heilen. Cool. Das ist sehr nice. Du hast nicht alle Zauberplätze definiert. Aha. Okay, wieder was gelernt. Oh. Ach so, was ist hiermit? Erhöhe Geschwindigkeit um 5%. Erhöhte Resistenz gegen bewegungseinschränkende Effekte oder erhöhte MK-Dauer. Was jetzt auch MK-Dauer ist, das werden wir rausfinden. Ich mache das aber mal am Anfang mit der Geschwindigkeit. Könnt ihr gucken, was es kostet. Das finde ich sehr, sehr cool alles. So. Genau. Bam, und da haben wir sie an. Ja. Das Schwert zum Beispiel hat jetzt noch nicht so Zauberklamotten, die ich mir aussuchen kann. Nur das hier, das ganz normale. Es hat eine Haltbarkeit, wie ihr seht. Und er erwartet jetzt nicht zu viel der Erklärung. Das weiß ich selber alles noch nicht. Ich würde alles gerne Step by Step machen. Ah, jetzt habe ich natürlich schon so ein Breitschwert des Anfängers gemacht. Das ist natürlich jetzt Kagearsch. Haben wir zwei. Fertige Spitzhacke des Anfängers. Da kann man nichts verzaubern. Okay. Jetzt haben wir hier schon mehr Sachen. Jetzt ist mal gut. Leute. Ich kann was Neues fertigen. Ihr seht, das Spiel spielt sich von alleine. So, ich kann landwirtschaftliche Gegenstände verwenden. Poppt jetzt noch was auf? Nein. Gut, 33% trage ich schon. Also bei der Auslastung liegt bei 33%. Dann gibt es natürlich Schicksalsbretter, die die Welt bedeuten. So, hier am Anfang kommt man hier hoch. Und dann habe ich jetzt hier quasi, dadurch, dass ich ein paar Sachen geschmiedet habe, hier was erforscht, die Handwerkssachen habe ich fertiggestellt. Und es gibt also einen immens großen Skilltree. Gilde machen brauchen wir noch nicht. Gebäude platzieren, gucken wir uns mal an. Ah, nice. Sägemühle des Novizen, Schmelze des Novizen. Das sind alles so Dinge, weswegen ich Albion Online interessant fand. Ich kann mir dann später wirklich ein Häuschen bauen, wie ich das möchte.
und ich sag mal eingeschränkt, wo ich das möchte. Sammle S2-Ressourcen. S2, ich denke mal, das sind hier S1-Ressourcen. Töte Kreaturen, unterhalte irgendeinen Scheiß. Gut, machen wir mal. Geht das schon ein bisschen hoch? Nein, also das Töten von Hasen zählt nicht dazu. Wir gehen einfach mal weiter. Wir sehen uns ja hier auf der Minimap. So, ne? Machen wir doch mal die Einstellung hier. Jetzt gehe ich aber mal hier so ein bisschen abseits der Wege. Ich schaue mal 20. Ne, ich bräuchte eher ein bisschen Holz, glaube ich. Was passiert denn? Oh, wenn ich den Großen hier umholze. Der hat auch nur zwei Holz, auch wie die Kleinen. So, der ist weg. Easy. Wer weiß, wozu wir die Kaninchenfelle brauchen. So, und da müsste ich mir mal, ich glaube, für nächste Episode schaue ich mir mal an, wie ich die Kamera so ein bisschen drehen kann. Denn manchmal ist das, glaube ich, eine gute Sache. So, hier ist wieder eine Schmiede, weil man halt wohl viel zu bauen hat in den ersten Minuten und wahrscheinlich auch Stunden. Wieder rechte Maustaste. Ne, linke Maustaste. Ich muss immer umdenken, weil ich Linkspot bin und hab auch eine Linkshänder-Maus am Start. So, hier ist jetzt ein Eierkopf. Hau ihn. Ich brauche auch nicht öfter klicken, das macht er automatisch durch die Auto-Attacks. Ich habe jetzt noch nichts Großartiges, was ich machen kann. So an Fertigkeiten. Ich hoffe ja mal, das kommt noch. So, da habe ich was gemacht. Was ist das? Spieler in Gruppe einladen, abbrechen. Das ist aber schön, dass es so relativ einfach geht. Ich kann, wenn ich hier mit der Maus an den Rand gehe oder mit den WASD-Tasten nicht das Field of View, sag ich mal, verändern. Also kann nicht von meinem Charakter weg. Ah, ich habe die R-Taste und die auch. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das gezielte einsetze. Fügt 93 physischen Schaden zu und erhöht meine Bewegungsgeschwindigkeit. Und das ist jetzt die Heilung, ne? Aber ihr seht, das füllt sich eigentlich relativ zügig auf. Oh, das ist ein dicker Hase hier. Nehmen wir nochmal mit. Ja, und ich bin gespannt auf ein Handelssystem. Das sind all die Sachen, die mich interessieren an Spielen. Ich weiß, mit Kaninchenfellen werde ich da wohl nicht reich werden. Gucken wir mal, ob hier noch Leute sind. Nein. Keine Leute. Das sind so halt ich sag mal, die Art der Quests, ne? Das ist mehr auf Material gemünzt, das mehr auf Kampf und so. Und hier werden bestimmt noch irgendwelche Schurken sein. Also das ist ja hier nur der Anfang, so zum Warmwerden, quasi die WoW Aufwärmzone, die wir alle 20 bis 300 Mal durchlaufen haben. Gut. Nehmen wir noch mal einen mit und dann gehen wir weiter. Weil wir kriegen ja hier nichts gelöst durch das Töten der Kaninchen. Also heißt es weitergehen. Hier ist auch ein Wegweiser. Wohin weiß der denn? Oh. Oh, da habe ich es weggekalikert. PvP Westerly Cross. Irgendwas mit Landing waren wir eben. Jetzt ist Westerly Cross und PvP ist hier nicht erlaubt. Oh, ist aber ein anderer Spieler. Hello, Mr. Spieler. Sylla.
Und jetzt schauen wir uns mal hier um. Das ist doch. Ist das für mich? Ist die Truhe für mich? Bank, es ist meine Truhe. Ich bilde mir jetzt ein, das ist schwer und deshalb tue ich das weg. Und was bringt mir überhaupt das? Muss ich das anscheinend, um es zu benutzen, muss ich es nur in der Hand haben. Also im Inventar haben, Entschuldigung. So, hier lief auch noch einer. Und da sind die klassischen. Der ist komplett nackend durchgerannt, kann man auch machen. Killer Bolt, naja. Ich gehe nochmal ran, weil die waren jetzt auch. Ja, also es ist tatsächlich mein Bankschließfach, da muss ich mich auch nicht sorgen. So, königlicher Auftrag. Da gucken wir mal. Der König hat jeder Person, welche die auf dem angehängten Arbeitsauftrag angeführten Gegenstände herstellt, einen Zuschuss in Silber zugesichert. Schwert und Schilde werden für die Verteidigung der Siedlungen in von Ketzernheim gesuchten Regionen benötigt. Du musst zwei Breitschwerter des Novizen fertigen, du musst zwei Schilder des Novizen fertigen und dann muss ich den die zurückbringen. Das kann ich tun, weil ich gut bin. Und ich habe nur eine bestimmte Zeit, das zu tun. Ich nehme mir jetzt nicht alle Quests an. Und da ich ein Schrappsack bin, nehme ich jetzt nicht die Steine, die ich in meinem Bankfach habe. Ah, hier Holz. Sondern hole mir neue Sachen. Ich liebe es. Also ich liebe es, Sachen abzubauen und zu sammeln und herzustellen. Oh, das wollte ich gar nicht. Mal ein Kaninchen nebenbei getötet. Geht natürlich auch. So, durch die Wäscheleine laufe ich durch. Gut, good to know. Wenn ich den Steiner jetzt weggebölzt habe, gucken wir mal, ob das schon reicht, um die Quest zu erfüllen. Oder brauche ich dazu Leder? Es geht ja relativ fix. So, ich könnte das auch jetzt. Ja. Also, das sind so die, sage ich einfach mal. Quests, die meinen Charakter so voranbringen. So persönliche Sachen, sage ich einfach mal. Und das sind so die, die ich angenommen habe. So verstehe ich das. Schild des Anfängers. Was kostet mich das an Ressourcen? Das kostet mich nur 4 Holz. Das heißt, ich fertige 1, ich fertige 2, ich fertige 3, weil ich 1 ja selber haben will. Ne? Und dann gucken wir mal, Qualität ist normal. Das ist ein Meisterstück und das ist exzellent. Aber Meisterstück ist natürlich geiler und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das gibt mir dann auch mehr Rüstung und erhöht den Wert des Gegenstandes. Coole Sache. Coole Sache. Breitschwerter. Oh, Schild des Novizen. Habe ich noch nicht. Habe ich die nicht gefertigt? Nein, ich habe Schild ist ein anderes Schild. Okay, ich brauche Kupferwattstange. Okay, Frust. Nein, kein Frust. Okay, hier kann ich nichts verkaufen anscheinend. Ich dachte, vielleicht kann ich da was verkaufen. Wo kann ich denn was verkaufen? Es muss ja möglich sein. Es ist möglich. Hallo, Frau. Nee, also kann ich noch sortieren, was kann ich fertigen, was kann ich nicht fertigen. Wo ist... Ich will was fair. Ah. Okay. Ihr seht, das ist schon das erste, ja, ich sag mal, Auktionshaus.
Da kenne ich mich ja natürlich überhaupt noch nicht aus. Ich hätte natürlich jetzt lieber was, wo ich es einfach verkaufen kann. So, wisst ihr was? Ich schmeiß das einfach erstmal alles in mein Bankfach. Und dann gucken wir uns erstmal um. Okay. Gedacht, ich kann das irgendwie so rüber ziehen. Nein, kann ich nicht. Hier sind nochmal Steine. Und wir gehen. Was brauche ich denn dafür überhaupt? Dann kriege ich auch königliche Siegel. Die können bestimmt auch einiges. Starres Leder brauche ich, Kupferstange brauche ich. Ich weiß nicht, wo ich das kriege. Aber ich finde es raus. Und das sollte jetzt reichen so. Das war der erste Einblick in Albion Online. Mit dieser, ja, comichaften Grafik. Gefällt mir aber trotzdem sehr gut. Das Prinzip des Spiels gefällt mir extrem gut. Ja. Und ich werde auf jeden Fall hier ein bisschen Zeit drin verbringen. Ich werde hier einige Videos von hochladen. Ich hoffe, es interessiert euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ein Daumen wäre super. Wer mehr sehen will, lässt am besten ein Abo da. Ich werde das auf jeden Fall öfter bringen. Und wenn ihr möchtet, ja, mach mal das. Probier mal XY aus, dann mache ich das. Und will euch auch helfen, eure Fragen zum Spiel zu klären. Ja, und im Gegenzug könnt ihr mir ja helfen, wenn ich Fragen habe. Es wäre richtig, richtig nett. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Albion Online hier bei mir, dem Rolf Ziller. Macht's gut!